Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd Randomizer im Zeichen der Nuzlocke Challenge. Gut, ja. Was haben wir im letzten Part gemacht? Wir haben uns nur um die Arena gekümmert. Leider. Ich konnte nicht viel machen, weil die Arena so mega hat. Nein, wir werden in diesem Part hier erstmal die ganzen Trainer platt machen, die ich jetzt ausgelassen habe, nur um zum nächsten Route zu kommen. Und wir hoffen einfach mal, dass wir hier jetzt so was Tolles erleben werden. Ja, viele Trainer und so, das kann ziemlich interessant werden, kann auch sehr langweilig werden, kommt ganz drauf an. Ich meine, ich hätte die ganzen Trainer auch wie die komischen, also wie diesen, wie heißt das da noch hier, den Fahrradweg hätte ich auslassen können, das dann als Offscreen-Training, ja Alter, fuck you. Verreckt dran. Hätte ich als Offscreen-Training machen können, also das wäre mal geil, heftig gewesen, wenn ich jetzt down gewesen wäre. Ja, als Offscreen-Training, aber ich habe mir gedacht, das wäre ja auch doof, wenn ich das immer nur als Offscreen-Training mache. So, er liebt ja nichts und kriegt nichts mit von dem, was ich eigentlich mache. So. So. Wir bleiben mit Channel drin. Wir hoffen einfach mal, dass wir so bald wie möglich hier durch diese ganzen Routen kommen. Damit wir endlich weitermachen können. Ja. Oh mein Gott, er will meine Telefonnummer. Aber ich will das noch nicht. So ein alter Opa will meine Telefonnummer. Was soll das denn? Wie perplex, meine ich natürlich. Ich meine perplex. Nico! Oh oh. Oh oh. Ey, das kann jetzt richtig übel ausgehen. Ich wollte gerade sagen, jetzt senk auch noch meinen normalen Angriffswert, indem ich verbrenne. So. Ha! Du bist vergiftet! Du Kacknoob! Okay, ich habe viel Schlimmeres erwartet. Ich sollte aufpassen, dass ich Nico nicht vorne lasse bei den Kämpfen hier. Gegen diese komischen Bauarbeiter. Vor allem Bauarbeiter zu den Wanderer. Die Wanderer. Ich meine natürlich die Wanderer. So. Knut. Mach hallo. Mach hallo, mach hallo, mach hallo. Hier, ich krieg's ein Pack von mir. Bam. Den Arsch gezwickt. Low Kick. Pech gehabt, bring ich viel. Geil. Und du bist down. Kackbuhn. Tschüss. Verpiss dich. Saubär. So, wir gehen weiter. Auf der Reise auf 100. Und die hatten wir auch schon. Weil die uns ja mitten in die Kamera gerannt ist. Nächster Trainer. Nächstes Glück. Nächstes Spiel. Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Ja. Was laber ich eigentlich? Nasslief. Nasslief. Bam. Pack. Pack. Haben. Ah, reicht der Pack jetzt noch? Werde ich ihn töten mit dem Pack? Nein, natürlich. Ah. Oh Mann, dieses Spiel frustriert mich ganz schön. Ah. So, down. Tschüss. Hey, Level 23 erreicht. Und wir haben den Camper platt gemacht. Ich hasse Camper. Dreckige Camper. Jetzt Misty dran. Misty wird da schon rocken irgendwie. Ah, hier ist die. Moment. Achso, ja, wir sind jetzt auf der alten Route wieder. Ja, die war ein Doppelkampf, aber da habe ich gar keinen Nerv drauf gegen diese Kackboons. Außerdem labern die sowieso nur ein Shit und so. Ah ne, wir haben alle Trainer geschafft und dieses komische Haus mit den ganzen Trainern da. Ja. Mache ich vielleicht mal offscreen, mal gucken, ob ich das onscreen mache, aber dafür trainiere ich erstmal ein bisschen. Ich meine, man kann es in der Nuzlocke auch leicht schaffen, wenn man nicht ganz, wenn man sich nicht ganz so blöd anstellt. Aber ihr kennt mich ja, ich baue meistens nur Mist, wenn es darum geht. Mit meinen ganzen Fails und so.
Hey, hier kann man... Wingul. Hier, wie war es nochmal? Zuril? Ja, Zuril und ein Wingul kann man hier fangen. Wow. Was kann man hier noch fangen? Ein. Smoggern. Das kommt mir so vor, als ob sie das gar nicht ausgetauscht hätten. Warum kein Shiggy? Warum ist nicht Shiggy aufgetaucht? Dann würde ich Tentox aus dem Team schmeißen. Nein, natürlich nicht. Wow. Noch ein Smoggern. Ich bin zutiefst beeindruckt, lieber Macher des Spiels. So, Route 112 haben wir schon was gefangen. Das heißt, hier kriegen wir nichts mehr. Nächster Trainer, nächstes Glück. Wen habe ich vorne? Tentoxa, ne? Ja. Bryant! Misty, Misty, Misty! Gib mal dem blöden Vieh einen Cut. Wir machen hier einen Cut. Cut, Cut, Cut. Und vorhin, als ich ein bisschen trainiert habe, ist mir ein blöder Fehler passiert. Ey, ich war so beeindruckt, dass so etwas überhaupt funktioniert. Ich zeige euch das gleich mal. Das hat was mit Zerschneider zu tun. Die meisten von euch werden wahrscheinlich wissen, was ich meine, was man mit Zerschneider noch machen kann, außer diese blöden Büsche zu zerschneiden. Man kann auch andere Sachen zerschneiden. Das wusste ich echt nicht. Habe ich niemals ausprobiert. Niemals! Niemals! Dun, dun. So. 300 Erfahrungspunkte. So, fertig. Du bist down. Down, down. So, du auch nochmal. Was man hier wohl fangen kann. Bestimmt Mewtwo oder sonst irgendwas. Also bis jetzt bin ich noch nicht zu sehr beeindruckt von der Auswahl der wilden Pokémon. Egelsam. Oh mein Gott. Ich hasse sowas. Echt. Ah, ich hätte mehr trainieren sollen. Wenn ich overpowered bin, dann renne ich da so durch und muss mich hier nicht mit diesem Kleinvieh... Oh, ich hätte auch Säure einsetzen können. Oh mein Gott. Ein bisschen dämlich bin ich ja gerade schon. Das sind alles so... So normale... Oh, scheiße. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ach, okay. Gut. Acid. Hier, nimm meine Acid. Bam, in dein Gesicht. Tschüss. Er löst sich auf in der Säure. Oh mein Gott, es ist nur noch eine Pfütze. Bluebella, Bluebella, Bluebella. So, Bluebella wird auch down gehen. Ich habe es in meinem Urin gelesen. Bam, in dein Gesicht, du blödes Mistvieh. Ha, daneben. Oh, ihr seid also Idioten. Ohne Scheiß, ihr seid ja doof. Ach du Scheiße, was kriegt der denn an EP? Ach, EP sag ich schon, an KP. Hey, One Hit, Two Hit, meine ich. Hätte ich ja nicht mit gerechnet. Ich habe gedacht, ich muss da noch eine Weile drauf rumkloppen, bis es endlich Town ist. In Town. Trainer. Alle Trainer werden von mir jetzt down gemacht. Aber ich will auch neue Pokémon fangen. So, wir sind jetzt fast 10 Minuten schon am Zocken und wir machen... Oh, fuck. Oh, diese blöden Mistviecher, ne? Die gehen mir so auf den Schnürsenkel. Voltenso und diese Electric. Wie heißt denn mal? Wie heißt dieses Blödvieh noch? Ich wollte gerade sagen Hundusta, aber das ist ja kein Hundusta. Das ist ein... Ja... Arschkrampen, Pissneckenvieh. Wie bitte? Wie bitte? Der ist ernsthaft die Konfusion schon los... Ach, den Superschall schon losgeworden. Oh, toll. Achso, war ein Crit, okay. Okay, okay. Wollten Makuhita? Makuhita, dagegen setzt er noch Ruffy ein. Ruff by the Muffin. Der hat da am besten Chancen gegen. Weil wegen Typus Flug-Pokémon und ja... Majin Buu hier, du kriegst eine Flugattacke in dein Gesicht. Bam. Da, 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 da. Weil mehr. Ja. Haben wir nichts Besonderes gegen. Wir bleiben einfach mal bei Ruffy. Weil mehr. Ohne Ende KP, ey. Dieses Vieh geht ab. Geht ab, geht ab, geht ab. Was geht ab? Sagt mir, Leute, seid ihr mit mir down?
Vor allem down. Ach du Scheiße, jetzt ging noch ein super Potion. Hier komm, jetzt geht's auf die Fresse. Bam. Ha, und das hat schon wieder überlebt. Jetzt aber. Komm schon. Fleck dran. Du bist Mistvieh. Tschüss. Du. Level 23. Yeah, cool Trainer. Ist down. Down. Jetzt kriegen wir... Ja, von dem nicht, aber von dem Macker hier oben kriegen wir Geheimpower. Das wäre für Maike perfekt gewesen, aber nein, da ich da wieder mal gefailt habe und Maike einfach nicht getroffen hat in der Arena, musste es ein selten dämliches Ende nehmen. Tja, Pokémon gehen, Pokémon kommen. Was will man machen? So spielt das Leben, c'est la vie. So, wir machen mal eben ganz kurze Reise hier rein, den Zerschneider bitte. Tetoxer! Immerhin geht's ja auch um deine Heilung, nicht um meine. So, einmal schnell healen, bitte. Da. Ist mir egal, denen geht's gut. Verstanden? Meine Pokémon sind fit. Die brauchen nicht ständig geheilt werden von dir. Treffe ich jetzt eigentlich dieses komische Fernsehteam wieder? Weil ich hab die jetzt ja nicht angegriffen und so. Raspberry. Rass. So, hier kommt eine neue Route. Oh mein Gott. Oh, immer diese ganzen Trainer, die gehen einen so auf den Schnürsenkel. Ich meine, das Training kann ich gut gebrauchen, ohne Scheiß. Und trotzdem, es fuckt schon so ein bisschen ab. Misty sollte langsam mal eine Wasserattacke lernen, sonst werde ich noch ganz frustriert. Ja, und ich bin natürlich konfusiert. Genau. Verwirrt. Und ich schlag mich natürlich selbst. Oh mein Gott. Das war wirklich clever, Misty. Ohne Scheiß. Komm, hau dich nochmal selbst. Hey! Und... Oh. Ey, mein eigenes Pokémon geht mir gerade so offen und sagt, hier kommt, töte es. Geht doch. Mann! Was für eine schwere Geburt, ey. Nurmel? Was ist... Ach, das hier ist ja mal gar kein... Oh, scheiße. Ist doch ein Problem, weil wenn es jetzt hier, wie heißt die nochmal? Intensität einsetzt und dann Intensität 10 hat, bin ich auf jeden Fall down. Tackel. Kannst du mit Tackel an hier in dem Klug von mir, Cut von mir. Gleich nochmal. Bam. In dein Gesicht. Roselia, bleiben wir drin. Kein Problem. Misty macht das schon. Roselia! Ich bin auch blöd. Vorhin erzähl ich die ganze Zeit einfach von Blue Bella. Dabei ist das ein Roselia. Oder wie die Stimme davon ist. Ich finde Blue Bella viel geiler. Irgendwie. Achso, ich dachte schon, jetzt kommt hier Mega Crit und sowas. Keine Chance für unseren Tentoxer. So, wir haben jetzt schon wieder fast 35 Minuten vor allem. Oh, falsche Taste. So, for the win. Oh mein Gott, und es ist wieder mal soweit. Wir kriegen wieder eine Telefonnummer. Aber erstmal gehen wir hier hin. Weil ich habe keine Lust hier mit Tentoxer hier, ne, und so, ne, ja. Ja, weiterzumachen. So, 15 Minuten haben wir. Oder schon ein bisschen mehr. Vielleicht mehr als 15 Minuten. Ich kann das nicht genau sagen, Leute. Ich muss immer ein bisschen schätzen. So. Neue Route. Und ihr wisst, was das heißt. Ein neues Pokémon. Und das wird ein... Wow. Was ist das denn? Was ist das für ein Vieh? Alter! Was hat das denn für Werte, wenn das eine Säure einfach mal so locker überlebt? Cut. Alter, wie das Vieh abgehen tut.
krasse Scheiße. Turbodreher, okay. Ey, dieses Vieh will ich haben. Ich darf es nur nicht töten. Kein Crit. Jo, wir haben es perfekt geschwächt. Das ist sogar Psycho. Pac-Man, wir rufen jetzt mal eben schnell Channel rein. Und das Vieh kriegt einen besonderen Namen, würde ich mal sagen. Fight. Hypnosis. Attack Mist, war klar. Wenn ich es brauche, funktioniert es nicht. Kommt mir irgendwie bekannt. Oh mein Gott. Ja, Genauigkeit sinkt. Oh mein Gott. So, wisst ihr was? Wir versuchen es jetzt noch einmal und wenn das nicht funktioniert, dann wechseln wir mal eben schnell und dann wieder zurück zu Channel. Ey, das Vieh will mir echt jetzt auf den Schnürsenkel gehen, Alter. Heftig. Was ist das? Ich kenne das gar nicht. So, wir setzen am besten erstmal voll ein. Wir machen das jetzt ganz einfach. Wir nerven das Vieh mit allen möglichen Kram und so. Besonders mit Rauchwolke. Weil dann kann es uns nicht mehr treffen mit seinem blöden hier Dingsbumsen-Star. Ziehstrahl. Ja. Genau gibt's mir. Och, hat er nicht viel gebracht. Obwohl, die Werte sind doch nicht so toll. Das macht voll wenig Schaden. Ih, was ist... Claydol, was ist denn das für ein Pac-Man? Also, so vom Aussehen her würde ich ja sagen, das könnte ein Typ Gestein sein. Warum trifft das noch? Willst du mich verarschen oder so? Warum triffst du noch? Ich krieg einen Mudslap ab und treff gar nichts mehr. So, jetzt wechseln wir wieder das Pac-Man. Gleich hat er keine Attacken mehr. Ich seh's kommen. Und das heißt dann... super viel nachtrainieren. Daneben. Daneben. Ah, ein Daneben. Oh, Treffer. Ja, geil. Sauber, sauber. So, fell asleep. Ist fast asleep. Okay. Gut. Back. Wir werfen einen Great Ball. Der erste. Komm schon. Du wirst mir. Ja, sauber. Wir haben es gefangen. Hey, das ist ja genial. Und das wird auf jeden Fall mit ins Team genommen. Das kommt mir vor wie so eine extreme Wall. So ein Spitznamen. Und wir nennen dich. Wo haben wir es denn? Suike. A. F. A. N. Einer meiner weiblichen Abonnenten. Nö. Yeah. Auf Box 1 transferiert. Ja. Was machen wir jetzt? Wir haben schon wieder 20 Minuten rum. Wir haben jetzt zwei Optionen. Entweder wir spielen weiter. Oder wir rennen nochmal zurück in die Stadt und holen dieses neue Pac-Man ab und gucken es uns direkt an. Habe ich eigentlich am meisten Lust drauf. Weil die hat hier kein PC, die Oma. Sag mal, wie unfortschrittlich bist du eigentlich? Du Kackbratze, sag mal. Und jetzt muss ich die ganze Route langlaufen, nur um, ne? Richtig, und so. Wir machen das anders. Back. Wir rennen mal eben schnell durch und dann werden wir noch ein paar Trainer machen, würde ich sagen. Wir rennen schnell durch Repel. Das wird uns erstmal ein bisschen Schutz geben. So, Pokémon-technisch ist alles gut. Misty ist vorne, sehr gut. Hui! 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 Lauf! Oh mein Gott. Ah! Und sie dreht sich genau darum. Ah! Numel. Numel, Numel, Numel. Naja, naja, naja. Nicht gerade das tollste Pokémon. Magnitude.
Oh, 4. Sehr effektiv, aber tötet mich nicht. Das ist bitter. Wir brauchen ja nicht eine Wasserattacke für Misty. Oh mein Gott, Telefonnummer. So, 20 Minuten haben wir jetzt rum. Du willst nicht kämpfen, ne? Gut. Ich habe sowieso keine Lust mit dir zu kämpfen. Oh mein Gott. Ah, weg da. Hui! Oh. Ah, nein! Oh mein Gott! Da war ich zu langsam, verdammt. Ah. Na gut, na gut. Oh. 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 Das ist nicht gut. Supersonic auf Panzer Aeron und Flügel. Ah. So. So machen wir das erstmal. Bam! In dein Gesicht! One hit! Ich will das neue Pokémon haben, unbedingt! Wir wissen, was mir das neue Vieh bringen wird. Lombrero ist Sombrero. Bitter. Acid auf beide? Ach ja, stimmt. Und Rock Thump auf Panzer Aeron. Bam, 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 bam! In dein Gesicht! Oh! Speed Fell? That's it. Ja, war klar. Oh, du behindertes Mistvieh. Ja, und Absorber. Oh mein Gott, heil dich doch. Ich bin mal gespannt, was das neue Pokémon so kann. Aber das würde mich ja echt mal jetzt interessieren, ne? Also, ja. Es hat überlebt. Ich fasse das nicht. So ein blödes Mistvieh. So, Lombrero ist tot. Sombrero. 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 So. Sternschauer. Oh mein Gott. Ich bin zutiefst beeindruckt, was du hier für einen Attacken-Move-Pool bietest. Und Rocked Up. Bam! In dein Gesicht. Direkt dran. So, tschüss! So, 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 so. Yeah! Misty Eye Level 24. Das wollte ich doch sehen. Und da kommt noch was. Oh. Oh! Ein Schweibwurst. Der Burst, es ist der Sch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe gerade gedacht, ihr könnt das jetzt sehen. Da hat sie nämlich gerade von Avira so ein Fenster aufgemacht. Kaufen Sie sich doch hier das Neue und bla. So, das müsste eigentlich schon reichen. Denke ich mir mal. So. Besiegt! Wir haben es geschafft. So, run! Oh nein, was macht die jetzt am PC? Ha, warum steht die da jetzt am PC? Oh mein Gott! Nein, was soll denn das? Fair? Nein, ich hab's nochmal angeklickt. Ach ja, stimmt ja hier. Das ist die Erfinderin des Pokémon-Lagerungssystems Lanette. Banette. Annette. Hier kriegen wir auch die TM-Schaufler in der Stadt. Sehr cool. Move Pokémon und zwar kannst du hier. Suika. Suika-Fan oder Suika-Fan. Suika-Fan, ne? Oder Suika-Fan? Suika-Fan. Das klingt ja komisch. Oder Suika-Fan. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann man deinen Namen ja irgendwie ausschreiben. Schreib mal in die Kommentare bitte, wenn du diesen Part siehst, wie man deinen Namen ausspricht. Sonst sage ich den Namen immer falsch und das wäre ja nicht förderlich. So. Oh, kann nicht von Bodenattacken getroffen werden. Das ist gut.
Spezialangriff 28, Attacke 25. Und das ist... Bodenpsycho. Boden. Das ist cool. Na toll. Tolle Attacken. Na, Psychstreis ist in Ordnung, aber naja. Und das ist auch speziell eher ausgelegt, ne? Müssen wir mal gucken, wie es nachher ausgelegt ist. Auf jeden Fall die Defense, Alter. 37. Krasse Scheiße. Mit dem Pokémon kann man doch einiges anfangen, würde ich sagen. Ja, und das Vieh muss jetzt trainiert werden. Wie viele Erfahrungspunkte braucht das? Mhm. Tja, ich würde sagen, da wartet jede Menge Arbeit auf mich. Ich kann ja mal gucken, vielleicht kann ich noch ein Pokémon fangen in diesem Part. Weil dann kann ich vielleicht nochmal austauschen. Ich werde auf jeden Fall Suikafan drin lassen. Ich könnte angeln. Wie gesagt, ich könnte, aber ich will nicht. Moment, Vorsicht. Ich hasse solche Trainer, die einfach blöd rumstehen und warten, ne? Oh nein. Oh mein Gott, die steht da schon so. Ha, reingelegt. So, was haben wir da? Es ist ein... Ach man, leck mich doch, ey, das kann doch nicht sein. Nur Scheiße ist das. Nur Scheiße. Ich glaube sogar, das ist die Vorentwicklung von Suikafan, oder? Ja, ja, du mit deinem Ziehstrahl. Kannst du mir am Arsch lecken, du blödes Mistvieh. Matslab. Ach ja, ha. Ja, ich glaube, wir kämpfen gerade gegen die Vorentwicklung von Suikafan. Dieser Kampf wird jetzt ein bisschen in Länge ziehen, aber wir haben ja Zeit und so. Ey, bestimmt rennen hier irgendwelche legendären Pokémon rum, ne? Und ich so ein Rotz. Ja, die Trainer, die ich vorhin ausgelassen habe, werde ich jetzt gleich im Anschluss machen. Und ich mache eine normale Verabschiedung jetzt gleich und ja. Fällt's grad? An die Rocktump war das, ne? Aha. Ja, ich werde gleich eine normale Verabschiedung machen, dann werde ich noch ein bisschen weiter zocken und trainieren und die ganzen Trainer platt machen und ja, Leute, ich würde sagen, ich schalte euch rein, falls ein Pokémon stirbt. Wenn nicht, dann ist jetzt gleich das Ende des Videos, würde ich sagen. Auf jeden Fall werde ich euch direkt zeigen, wenn ein Pokémon gestorben ist und ich schlage mich schon wieder selbst. So, das fährt mich jetzt hier ganz schön ab. Ich bin mir ganz sicher, dass das die Vorentwicklung ist von dem... Oh nein, falsches Pokémon gewählt. Balltoy. Ach ja, ha. Ja, genau. Ha. Schön. Ja. So, perfekt rein. So, komme ich da jetzt heil nach oben? Ich glaube nicht. Ich habe Angst. Nein! Oh, nein! Fuck. Ja, toll. Und auch noch eine Schwäche von mir. Oh, ob ich das gewinnen kann? Walzer. Ja, bringt nicht so viel. Und Matslab senkt jetzt sowieso die Genauigkeit. Das gibt mir ein paar Runden Aufschub vielleicht. Aber erstmal will ich jetzt heilen, ansonsten geht er gleich flöten. Oder sie. Nee, sie geht gleich flöten. Das ist jetzt ein weibliches Pokémon. Habe ich mal eben so beschlossen. Soda Pop. Komm schon. Heil Suikafan. Ich warte ja drauf, dass dieses blöde Vieh Aquaknarre reinsetzt, ne? Weil damit könnte es mir richtig Schaden zufügen. Also so geht das ja nur mit, wie das trifft noch. Ich habe vorhin gar nicht mehr getroffen. Was soll das denn? Und es trifft immer noch. Alter, Leute, was ist das? Warum trifft das Vieh, aber ich treffe nicht? Wo ist die Fairness? Wo ist der Fehler, Leute? Wo ist der Fehler? Ja, und es trifft immer noch. Alter. Werde ich jetzt aggressiv deswegen? Ich hoffe nicht. Ich denke nicht. Kannst jetzt mal aufhören.
Hey, das hat man nicht getroffen. So, Psi-Beam. Gib ihn. Bam, dein Gesicht. Lombrero hier, da tauschen wir aber aus. Gegen Ruffy. Niemand ist besser geeignet als Monkey D. Ruffy, wollte ich gerade sagen. Als mein kleiner Ruffy. Ruff by the Muffin. Tüte. Ah, nein, ich hab... Ach, scheiße, ich hab mich... ich hab grad was Falsches gedrückt. Oh mein Gott. So, zurück in die Stadt. Hui. So, von denen da unten kriegen wir nur Brüller. Hier können wir eben gucken, ob wir unserem Speaker-Fan irgendwas Besonderes beibringen können. Wir haben ja noch eine Herzschuppe. Und dann verbrauchen wir die halt jetzt. Ist egal. Nicht so wichtig. Das passt schon. Speaker-Fan. Konfusion. Oder Teleport. Naja. Nee. Nein! Ja. Wen haben wir denn noch? Chanel? Chanel? Pff, Eierbombe. Nochmal. Wen können wir noch was Schönes beibringen? Misty kann bestimmt nichts lernen. Ich habe die alle gefangen, als sie noch ganz klein waren. Als sie noch Babys waren. Feufeu bräunig, Nico bräunig fragen. Ruffy, was sagst du? Kannst du irgendwas Besonderes lernen? Agilität. Oh mein Gott. Tja, ich würde sagen, Leute, das war's für diesen Part. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und nächstes Mal werden die Trainer rechts alle Platz sein und unsere Pokémon sind alle auf demselben Level. Wenn irgendwie ein Pokémon drauf geht während des Trainings, keine Sorge, das liefere ich direkt im Anschluss. Also Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Haust rein, schaltet wieder, wenn es heißt Let's Play Pokémon Smaragd Randomizer im Zeichen der Nuzlocke Challenge. Haust rein, schaust rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Dengoku.